Ich bin eher ein Fan davon, auf der T-Seite zu starten. Habe ich ja eben schon mal anklingen lassen, dass die CT-Seite für mich immer ja, sehr problematisch sein kann. Hier wird auch noch ein bisschen länger überlegt. Die Playing Ducks wollen tatsächlich auf der CT-Seite starten. Okay. Da bin ich mal gespannt, aber ich persönlich sehe das jetzt erstmal als Fehler. Aber wir schauen mal. Vielleicht auch hier erstmal auf der etwas schlechteren Seite innerhalb der 15 Runden schauen, wie gut man steht. Auf jeden Fall legen wir los. Sironix Gaming gegen die Playing Ducks hier am 4. Spieltag der 99 Damage Liga. Da wird nochmal der Fixpunkt wahrscheinlich für die Xbox Smoke gesucht. Und auch gefunden. So, X-Ray machen wir natürlich wieder an. Jetzt noch eine Flash-Richtung erlangt als kleine Ablenkung. Haikitty steht hier vorne. Schöner. Erster Schuss auf Arno. Er ist direkt down. Das war Richtung kurz, aber nur ein Fake. Es wird jetzt auf B explodiert und da wird Bummeln so seine Probleme haben. Der steht hier noch hinter der Säule, aber der wird halt komplett umlaufen. Da kann er nichts machen. Da wäre halt mit dem ersten Piken-Headshot schon viel wert gewesen. Züngt wird getradet, aber auch da ist Aika noch zur Stelle. Die Überzahlsituation für die Playing Ducks wird immer größer. Da pusht der Spieler raus und wenig kann den Kill auf sie ersetzen. Also das 1:0 für die Playing Ducks. Schöne Pistol Shots. Und Aronix Gaming hatte da einen schönen Plan, indem sie den A-Split faken mit der Cross-Smoke und der Flash-Richtung erlangen. Aber nicht mit Haikitty, der dem Ganzen Mitte oben schon einen Riegel vorschiebt. Aronix Gaming hat die Bombe gelegt, können jetzt also hier auf Upgraded Pistols gehen und in der dritten Runde kaufen. Oder man geht einfach direkt auf die AKs. Das heißt, ein paar Spieler kaufen Kevlar Helm, die bekommen die AKs gedroppt. Ein Spieler hier, Light, konnte sogar AK und Kevlar so kaufen. Und auf der anderen Seite haben wir nur eine M4 und eine AUG. Ansonsten eine Farmers und die MP9. Und da sehen wir es schon. Okulicious mit dem Doppelkill. Noch eine schöne Nate hinterher, aber die Mitte jetzt wieder komplett offen. Wenn sich Aronix Gaming jetzt nochmal verteilt, wird das Spiel für die Playing Ducks echt nicht einfach. Aber die werden erstmal froh sein, dass dieser Alang-Push nicht durchgezogen wurde von Aronix Gaming. So, Haikitty an B. Da ist die AUG natürlich bestens aufgehoben. Über die Mitte ist jetzt auch Sync gleich zur Stelle. Das ist eine harte Rotation von Aronix Gaming. Komplett der Shift auf den B-Spot. Der Read von den Playing Ducks ist aber wirklich unglaublich. Da ist jetzt noch viel Utility dabei. So, oh, und da will Sync vor. Er will Infos. Und da geht Haikitty mit. Sync sogar mit zwei. Die AUG noch hinterher. Das war so ein gutes Opening für Aronix. Aber dann dieser perfekt getimte Move in die Cutters. Mehr als ein Infoplay gedacht. Aber sie spielen es eben zusammen. Und dadurch ist es so effektiv. 2:0. Für PD und Aronix Gaming, die hatten eben geforst, die werden jetzt nochmal eine Eco einlegen müssen, investieren da in Deagles und P250, Arno hat eine Flash gekauft, da wird es jetzt nochmal lang vorgehen. Okay, die ist sehr interessant, schöne Gegenflash, oh, die Spray Control von Bummeln ist wirklich sauber, schöner Triple Kill zum 3:0, er geht noch down, aber trotzdem eine sehr schöne Aktion und auch hier wieder eine gut getimte Flash von den Playing Ducks. Da nochmal dieser Spray. Schön reingerollt da. So, ne, die Mitte-Smoke ein bisschen anders geworfen als die Cross-Smoke, die man sonst kennt. Hauptsache, da liegt eine Smoke und die Playing Ducks können... Oh, hier kommt ein B-Rush in der ersten Waffenrunde. Ja, der Molly direkt rein. Der muss doch eigentlich gelöscht werden. Was machen die denn? Laufen einfach durch den Molly. Bekommen verdammt viel Schaden. Haikitty konnte aber überhaupt nicht ins Duell einsteigen. War eventuell abgeflasht. So die Unterzahlsituation für die Playing Ducks. In den Cutters ist Aika schon dabei. Light zielt nur nach hinten. Der hat Aika einfach durchlaufen lassen. Aika muss die Smoke jetzt abwarten. Light wird irgendwann natürlich auch wissen, dass da keiner kommt. Nochmal die Granaten von vor B reingeworfen. Jetzt wird gesagt, lass zu zweit über die Cutters gehen. Auch keine schlechte Entscheidung. Aber da ist Light jetzt zur Stelle. Der wird Bummeln jetzt abfangen. Aber Aikas Position jetzt auch bekannt durch den Schuss, den er gegeben hat. Er wird erstmal versuchen, Light zu holen. Der geht nicht ins Duell. Schöner White Peak. Aika hat ihn auf der falschen Seite vermutet. Und der B-Rush ist erfolgreich für Aronix Gaming. 1:3. Damit der Spielstand. Und das Geld der Playing Ducks. Ah, ist nicht perfekt, aber ich denke, man wird da nochmal kaufen können.
Ah, sie spielen sogar eine Eco. Das ist sehr diszipliniert. Also im letzten Game haben wir bei dem Geld schon die ein oder andere Buy-Round noch gesehen mit SMGs, Farmers und so dabei. So, Aika. Hitakata ist sogar vor. Oh, da könnte es zwei Kills mit der 5-7 geben. Aber der Push von Haikitty abgefangen. Aika zieht sich auch da nochmal ein Stückchen zurück. Steht genau vor der Smoke. Und geht dann auch gegen Sia down. Das heißt, der B-Spot jetzt offen. Die Bombe liegt aber noch vor Alang. 1:10. Euronix Gaming hat grundsätzlich die Möglichkeit, die Bombe ohne Zeitdruck Richtung B zu schicken. Aber in der 4-2 Situation nehmen sie das Tempo erstmal raus. So wie die Playing Ducks bisher gespielt haben. Ist ein Offensiv-Move in so einer Situation zu erwarten. Das heißt, jetzt muss man ein bisschen schauen, dass man vielleicht Anti-Flash steht an seiner Solo-Position, dass man einfach diese Info bekommt, ohne zu sterben und dem Gegner damit noch eine Waffe zu liefern. Am Ende geht es auch auf den Spot, der die ganze Zeit frei war. Das ist auch sehr sauber gespielt worden von Euronix Gaming. Und auch hier direkt wieder über Adin bis Platner die Katas unter Kontrolle gebracht. So, die Smoke. Auch schön, dass man dafür... Ah, da brauchst du keinen Fixpunkt. Das ist schon... Die liegt auch nicht so gut. Vielleicht sollte man sich doch mal einen Fixpunkt oder sowas suchen, um so eine Smoke dann zu werfen, ohne sich da zu zeigen. Aber eigentlich ist der Türwinkel schon gut genug, um die Smoke dann eben reinzubringen. Für Euronix gibt es da auch nichts mehr zu gewinnen. Ist gut, dass sie da nicht jagen gehen, sondern einfach schauen, dass sie die Waffen fernhalten von den verbleibenden Playing Ducks Spielern. Die hätten hier auch direkt mal in die Katas versuchen können, in die Katas reinzugehen. Das wäre nicht schlecht gewesen. So, und die Playing Ducks können wieder kaufen. Diesmal mit AUG M4. Auch einer Farmers. Utility passt. Gehen aber diesmal auf den Doppelboost für kurz. Lassen Alang also offen. Die Granaten, die dahin geflogen sind, waren eher ein Fake. Jetzt aber der First Frag gegen Aika. Da steht wenig noch dabei. Irgendein Molly ist da gefailt. Das war gerade Neuronix Molly, der Sia, den Sia da geblockt hat. Jetzt hat man da die B-Rotation gehört. Wichtiger Frag, da könnte man direkt ein Umschaltspiel Richtung B draus starten. Vieles hängt von Haikitty, die ab, die Smoke kommt zu spät. Er bekommt nur einen. Adin bis Platten hat da gut reagiert. Und so das 2-on-3 für die Playing Ducks. Wieder die B-Spot-Kontrolle da. Und da erkennt man eben auch die Schwierigkeit dieser T-Seite. Dieser eine, also klar, der Frag gegen Kurz, der kann passieren. Aber dass man daraus eben direkt dieses B-Spiel machen kann, das gibt es so auf kaum einer anderen Map. Inferno würde ich da vielleicht noch ein bisschen mit reinziehen. Da kann man auch mit einzelnen Frags sehr gut überrollen auf der T-Seite. Euronix Gaming kommt so also zur dritten Runde. AWP und M4 werden bei den Playing Ducks Richtung Alang gesaved. Und die AWP auch am Auto. Vielleicht kann man da ja noch einen Spieler mitnehmen. Das Geld bei Euronix Gaming sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Auch Arno wird jetzt endlich mal ein bisschen Geld zurücklegen können. Wird auf jeden Fall Sinn machen, wenn Light und Adin bis Platner die Waffen droppen und Arno das Geld dann eben ein bisschen hält. Sie müssen ja nicht mal droppen, weil Okulicious und Sia selbst nachkaufen können. Und haben dann auch immer noch was auf der hohen Kante. Also nachkaufen, kein Problem, sollten die Playing Ducks jetzt die Runde gewinnen können, aber die spielen selbst wieder eine Eco zu den zwei Waffen, die sie da haben. Und man muss als CT auch immer wieder eine Smoke in der Mitte investieren. Ist ja nicht möglich, eine zweite Smoke nachzukaufen mit anderen Granaten. Geht das durchaus, mit einer Flash oder einer HE kann man das machen. So, Sia hier, der war schon an kurz schnell durchgepusht. Hat noch einen guten Treffer von Synced abbekommen. Aber der AAA-Aufbau, der steht noch. Nur die P250 an B, das heißt, sie rennen da jetzt überall lang in die Rifle und die AWP rein. Gerade die AWP wird jetzt auf die Distanz Frags machen können, aber sie haben mit der Kantensmoke gearbeitet. Aika geht jetzt nochmal Richtung kurz vor. Einen gesehen, da könnte ein zweiter rumziehen. Ja, da muss er auch drauf reagieren. Auch den Schuss setzt Aika und Aika macht den dritten. Vielleicht macht Aika auch das Würstchen.
Wird er gerade abgezielt, schießt Light nochmal an, aber der mit dem Refrake, Aika also down. Adin geht nochmal zur Mitte. Wenig bleibt hier an Kurt stehen, die Bombe ist immer noch an Alang. Das ist eine P250, die hier wirklich im Gammeleck steht, aber ich glaube, High Kitty ist gespottet worden, springt einfach nochmal raus. Und jetzt geht's an B vor. Wenig ist gedroppt, weil dieser kleine Druck gegen B allzu effektiv ist und Light mit dem Kill überall lang. Es smoked jetzt ab, damit er die Bombe noch sauber durchbekommt. Eventuell kommt High Kitty noch an, die M4. Und dann würde ich sagen, Waffe saven. Er wartet den Molly jetzt noch ab. Und er geht echt in den Klatsch. Ja, wahrscheinlich, weil sie so oder so nachkaufen können. Da ist er down, aber der zweite Spieler schon dann kurz. Nicht direkt der Hit. Und dann macht High Kitty sogar den Doppelkill. Zeit ist genug da. Und Adin Bisplattner wird sich aufregen. Beim ersten Peak schaut ihn High Kitty nicht an. Das war der Free Frag. Und beim Re-Peaken geht er dann noch down. Da wird man den Peak generell noch hinterfragen. 3-4, die Führung für die Playing Ducks. Maschine High Kitty unterwegs. Ja, und das ist natürlich ein Geldsegen für die sparenden Enten. So, Light. Kein Anschuss. Unter dieser Nummer. Oh, jetzt fällt mir ab. Es tut mir leid, Leute. Hi, Kitty. Und Sync diesmal auf B. Bummeln hatte da ab und an seine Probleme, aber ich glaube, das war eher spawnbedingt. Wieder ein sehr harter B-Aufbau. Das ist das, was für Aronix Gaming bisher am besten funktioniert hat. Da wird der Molly aber schon aufgestellt. Arno riskiert's, dass da von B keiner anzielt. Sync kommt jetzt mit auf B, ist da an der Tür vorbeigelaufen, rettet seinen Mate dann trotzdem noch. High Kitty kann da noch einen Kill machen. Sync könnte durchdrücken, aber er kennt die Situation ganz richtig. Einfach nicht down gehen, das 4 gegen 1 halten. Und dann sogar noch durch die Smoke ein bisschen Hits verteilen. Für Light ist das wieder eine ganz schwere Runde. Ich will es jetzt nicht als unmöglich bezeichnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass er die Runde noch klatscht. Er mit dem Zurücklaufen hier kann er sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass er das Spiel der Playing Ducks wieder sehr in die Breite zieht. Aber Aika zielt da unten schon an. Aika hatte genau die Position, wo er jedwege Rotation Richtung A sehr früh spotten kann. Gewinnt dann auch noch das Duell. Dann sieht die Runde immer am leichtesten aus. Ja gut, es war auch ein All-In-Winkel, der sehr ungewöhnlich war. Also ein Winkel, den Light nicht direkt anzielen wird, wenn er da rumgeht. Das hätte man jetzt eher auf den Schlitz vermuten müssen. So, ich glaube, die eine Smoke hier verworfen. Oder genau so gewollt, dass sie den Molly vorne löscht. Sie haben den Frag bekommen, ziehen sich zurück, bummeln, ist an der Kante hängen geblieben. Kommt aber auch nochmal rum. Auch die Flash verworfen. Über kurz dann der direkte Push. Und ich glaube, das ist gerade gespottet worden. Schöner zweiter Frag von Sia. Dann aber Aika noch zur Stelle. Der Kurzdruck aufgehalten, die Bombe da down. Gute Support durch Aika, hat den letzten Spieler auch noch gesehen. Und wieder ist es Light an der Arbe. Aika zoomt da schon mal an. Ja, und da hat er auch wieder ein sehr schönes Timing für den Zoom gewählt. 6-3 für die Playing Ducks. Aronix Gaming wird eine Eco spielen müssen und sie ziehen eine taktische Pause. Denn eigentlich möchte Aronix Gaming das Spiel auf der T-Seite bestimmen. Also hier der Lu3 ASFCU, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Also ich finde die AUG und die Krieg definitiv spielbar und ich persönlich komme ganz gut damit klar, dass es diese Waffen gibt. Ich wollte die Worte jetzt nicht wiederholen, ja, ist ja eine Family Show hier, ihr wisst es. So, und oh, die bereden sich aber lange. So, da wird schon gefragt, sind sie ready? Sind sie? Pause kann rausgehen.
Hier auch nochmal kurz das Scoreboard für euch. Das aber auch noch nicht so aussagekräftig ist. Arno bisher nur mit einem Kill nach 9 Runden. Wenig mit 3. Gut, auf der CT-Seite kommt es auch immer darauf an, ob du angespielt wirst oder nicht. So, gibt es einen Pro außer Gob, der Krieg spielt? Ja, Elish bei Liquid nimmt die gerne in die Hand. Und natürlich Sia. Erste Division 19 in der Damage-Liga würde ich schon als Profi-Team bezeichnen. So, Aika, hier, es gibt Spieler, die hätten auch einfach mal einen Bang versucht. Ja, der Damage durch die Tür nicht mehr ganz so hoch. Arno überlebt mit 67 HP. Schöner Schuss von Adin. Oh, der zweite wäre krass. Ein kurzer, guter Flash, aber auch Sia scheint da nicht viel gesehen zu haben. Bummeln ist da wieder an der Kante hängen geblieben. Der hat so ein paar kleine Movement-Probleme. Hat aber zumindest mitbekommen, dass da noch einer an kurz ist. Und deswegen wird der... Muss der A-Spot jetzt verstärkt werden? Der Move von Bummeln. Oh, gefährlich. Da ist die One-Way von Adin. Die warten sie ab. Vielleicht jetzt auch gemeinsame Mittelkontrolle darüber den A-Spot angreifen. Keine schlechte Idee. So, und der Plant für kurz. Ist das jetzt hier der Eco-Sieg für Euronix Gaming? So, hier die Flash. Gedodged. Boah, der hat den hinteren Spieler geholt. Bummeln wird sich auch fragen, wie er den kassiert hat. Es ist ein One-on-One. Sync kommt auch nochmal mal kurz. Arno vermutet ihn an der Headshot-Schräge. Jetzt kommt der Molly auf den Spot. Die HE noch hinterher. Hat Arno das gelöscht? Nee, ich glaube, er ist hinten dran gesprungen. Die Fuse-Kit ist bei Sync dabei. Hat nur mal gecheckt, ob der Gegner vielleicht runtergedroppt ist. Wirft die Waffe vor. Und denkt dann an die Headshot-Schräge. Dabei war Arno die ganze Zeit noch an der Kiste. Das war ganz starke Move von Arno. Und so geht die Eco an Euronix Gaming. Vorher nur einen Kill gehabt, in der Runde 2 gemacht. Und es waren Impact-Frags. Ein Refrag gegen Kurz und dann das One-on-One geklatscht. Und das Geld der Playing Ducks ist direkt wieder weg. Direkt müssen da 2 Pistols gespielt werden. Und klar, dieser Molotow an B, der ist jetzt Pflichtprogramm für die Enten aus Peine. Schöner Schuss von Light. Musste da gerade in den Winkel wieder rein. So, hier noch wieder eine Alang-Flash. Immer wieder als Fake gespielt. So, Aika wird weggemollied. Der Mittelspieler mit der 5-7 bleibt natürlich ein bisschen näher dran, verliert aber das Duell gegen Okulicious. So, und dann der Basefield vorbereitet. Dabei steht noch Heikiti mit der AWP, bekommt 2 Frags. Dann von Adin gestoppt worden. Two-on-Two-Situation, weil wenig noch einen Kill machen konnte. So, entschuldigt wieder, Leute. Kleiner Lag bei mir. War sein Move von wenig. Einfach durch den Molly reingefahren. Bekommt damit beide Frags. Und die 7. Runde für die Playing Ducks aus dem Force-Buy. Ich muss kurz mal mein OBS neu starten, Leute. Bin gleich wieder für euch da. So, okay, wieder zurück. Damit sollten auch alle Sound-Delays behoben sein. Ihr habt nichts verpasst. Es ist die Deagle Echo von Euronix Gaming, die mit viel Tempo die A-Kurzkontrolle haben. An A-Lang spielen sie es ein bisschen verzögerter. Da kommt nochmal eine Smoke rein. Ich denke nicht, dass Bummeln diesen Hit auf die Füße von Okulicious gehört hat. P90 bei Heikiti. Aktuell kann man einfach spielen, was man will. Und irgendwie ist das auch schön. So, Flash nochmal. Ich glaube, er hat beide Spieler gespottet. Also zwei Mann in der Mitte. Vielleicht ist sogar die Bombe zu sehen gewesen. Adin droppt die nochmal nach oben. Aika an der Support-Position mit Blick Richtung Kurz.
Da spielen sie jetzt den Run-Boost. Doppel-Run-Boost sogar. So, und da wird angezählt. Bloß nicht blocken, noch ein bisschen Platz machen. Nicht zu weit rüber, sonst sieht der Goose-Spieler ein. Und da kommt der Run. Oh, und da wollte wenig gerade weg. Bekommt nur einen Kill. Aber Aika mit der AWP kann einen abräumen. Aika mit dem zweiten. Dann aber Adin Stiegel Headshot in die One-on-Two-Situation. Er geht direkt zum Plant. Und HiKitty pusht ihn sogar. Aber der Plant geht noch durch. Das heißt, drei Kills und ein Plant in der Eco für Euronix Gaming. Das Timing für den Run-Boost war echt exzellent, weil sie wenig da ohne Deckung erwischen. Der wollte gerade zur Mitte rotieren. So. Haben wir immer... Hab ich jetzt Sound-Delay? Das sollte doch eigentlich behoben sein. Gerade nochmal schauen. Ist gerade noch... Okay, dann starte ich nochmal neu. So, okay. Jetzt sollte es wieder passen mit dem Sound. Tut mir leid, Leute. Kleiner Bug, der bei mir ab und an mal auftritt. Im ersten Game hatten wir keine Probleme. Sehr random. So, Light übrigens mit dem First Track durch die AWP in der Mitte gegensynkt. Dadurch die Mitte vom B-Spieler gedeckt. Alang einzeln, A einzeln gedeckt. Die Rotationswege in die Richtungen dauern ewig. Dementsprechend müssen die einzelnen Spieler viel, viel Zeit rausholen, damit das alles funktionieren kann. Vielleicht jetzt schon einen Plan dafür haben, falls überall kurz angegriffen wird, dass man dann vielleicht verzögert in die Mitte reingeht, nicht über die CD-Base läuft, weil man mit ziemlicher Sicherheit zu spät sein wird. Aber ihr seht wenig hier. Die One-Way, direkt mal den Molly hinten dran. Pre-Fire-Shot auf Arno. 4 gegen 4. Ein Spieler durchgeschickt, aber Okulicious hat, so wie es aussah, nicht rechtzeitig die Waffe in der Hand gehabt. Oder musste sich vor einer Team-Flash wegdrehen. Vielleicht auch eine Gegner-Flash. Ich habe es nicht genau gesehen. Die B-Split-Smoke, vielleicht als kleiner Fake. Die sollte, ja, die zieht Aika nochmal in die CD-Base. Bummeln auch nah dran. Haben da nochmal reingeflasht. Haben jetzt gesehen, dass die Spieler immer noch an kurz hängen. Und das bedeutet, dass die Runde jetzt nicht mehr machbar ist. Da geht auch noch eine der drei Waffen down. Also, achte Runde für die Playing Darks. Das sind jetzt schon 8 CT-Runden. Ja, gegen so einen Smoke-Shot von wenig machst du natürlich nicht. Aber dass wenig aus seiner Solo-Position 2 Kills macht und noch überleben kann, wäre da wirklich ein kompakter Push von Euronix gekommen. Hätten sie wenig getradet, wäre der A-Spot ohne Probleme ihnen gewesen. Aber die Playing Ducks haben da zu wenig Informationen geliefert, wie sie genau stehen nach diesem First Track in der Mitte von Light. So, Arno jetzt an der MAC-10. Diesmal die Alarmkontrolle von den Playing Ducks angespielt. Wieder die Smoke hinten rein. Das geht wieder auf die Liniendeckung über. Jetzt der Druck von Kurz. Erster Schuss von Aika. Die Rückenflash für wenig. Der steppt kurz in den Molly. Hat den Gegner noch gesehen. Schöne Reaktion von ihm. Aber da geht der Langspieler down. Und da muss Aika drauf reagieren. Okulicious ist irgendwie in die CD-Base gekommen. Aika muss jetzt in drei Richtungen fighten. Bekommt noch den Frag gegen den Alarmspieler. Eventuell kann HiKitty dieses 1-on-2 noch machen. Er hätte ein 1 gegen 1 unten in der CD-Base. Rotiert über Alang, so wie es aussieht. Klar, mit der AUG keine schlechte Idee. Okulicious müsste irgendwann in Richtung Bombe schieben, falls sein Teammate down geht. Aber ist natürlich gefährlich, dieser Weg, die CD-Base hoch. So, und da ist Light gesehen worden. Aber der steppt natürlich nicht weiter vor. Der will jetzt. Und da geht er direkt down. Der Sprung zu viel. Die Flash in die CD-Base, Waffe in die Hand, aber Okulicious schon zu weit vorne. Und HiKitty hat nicht damit gerechnet, dass Okulicious direkt nach oben rotiert. Pause bei den Playing Ducks. Hyping. Ich habe jetzt eher gedacht, dass Aika HiKitty gerade nochmal eine Nackenschelle verteilen will, weil der mit dem Messer da reingesprungen ist. Aber der Zeitdruck, der liebe, liebe Zeitdruck, der da noch mit drin war. So, wieder der Moment für uns,
mal aufs Scoreboard zu schauen. Vor der letzten Runde der ersten Halbzeit. Aika mit 17 Kills super gut dabei. Macht mit der AWP sehr viele Shots. Oder hittet viele Shots, gerade für den A-Spot sehr wichtig. Die B-Spieler hatten am Anfang ihre Probleme, sind da inzwischen deutlich besser drauf klargekommen. Vor allem Synct und Hi-Kitty, die da stehen. Haben jetzt nicht mehr so viel zu tun. Synct nur mit 7 Kills ganz unten im Scoreboard. Der erwartet wahrscheinlich ein bisschen mehr von sich. Und auf der anderen Seite, guck mal, der Ronix-Coach heißt Duck. Und sie spielen gegen die Playing Ducks. Ich sehe da eine gewisse Ironie drin. Light, Sia und Oculicious auf 10 Frags, 7 bei Adem bis Platner und Arno bisher nur mit 3. Aber aus diesen 3 Frags hat er einen Klatsch schon gemacht und damit eine Runde für Euronics Gaming geholt. Also das muss man dann immer noch dazu sagen. Das waren definitiv Impact Frags, die er gemacht hat. So, wer ist die bessere AWP? Aika oder Andy? Oh, das ist schwer zu sagen, nach dem, was ich bisher gesehen habe. Ich denke, Aika hat etwas mehr Erfahrung, aber ihm fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Falls er sich das VOD anschaut, wird er, glaube ich, lachen über das, was ich da gesagt habe. Andy auf der anderen Seite, ich glaube, sein Flick-Potenzial ist fast noch krasser als das von Aika. Und Aika also setzt seine Shots schon sehr genau. Also, letzte Runde der ersten Halbzeit. Auf beiden Seiten sieht es mit dem Geld nicht perfekt aus. Eine Scout und eine AWP bei den Playing Ducks. Ich nenne das mal das Low-Budget-Doppel-AWP-Spiel. Aber Sync kann da sogar Headshots mit verteilen, aber der B-Spieler wird überrannt. Natürlich kommt hier die Door-Smoke. Bombe wird gelegt, Door-Smoke, Window-Molly, klassische Sache auf das 2 auf der T-Seite, wenn man den B-Spot einnimmt. So, dann Oculicious mit dem Doppel in den Cutters. Die Flash noch obendrauf, kam glaube ich nicht an. Bekommt aber noch einen dritten und jetzt muss Sync, also das wäre natürlich eine krasse Runde, wenn Sync hier jetzt noch 1-on-4 mit der Scout gewinnt. LOL, was war das bitte für ein Headshot mit der Scout? Zieht hier noch rum, die facen ihn natürlich nicht, er weiß genau, dass da noch einer hinten an der Kiste steht. Unten abgesmoked, kann er vielleicht nochmal auf eine bessere Waffe wechseln, die Smoke kam nicht mal richtig an. Und es ist Sia, der die Runde beendet. 9:6, also der Halbzeitspielstand für die Playing Ducks. Euronics Gaming konnte diese Runde oder diese Halbzeit noch mal ganz gut retten. Hier im Replay habe ich noch mal diesen widerlichen Scout-Shot. Oder habe ich das, habe ich den Doppelkill? Ich habe den Doppelkill drin. Dachte, ich hätte noch mal gedrückt, als der Scout-Shot kam. Aber den Scout-Shot habe ich dann leider nicht, Leute. Tut mir leid. So, und die zweite Halbzeit, die beginnt in 5 Sekunden. Diffuse Kit, Doppelflash bei Arno. Und Smoke, Doppelflash bei Synct. Und da wird der B-Go gespielt, aber auf Contact. Ich denke mit einer Exit-Smoke an B. Die landet am Ausgang. Hat das unten abgezielt und Oculicious hat nur wenig gesehen. Er hat keine Ahnung, dass der Rest des Teams da auch drin sitzt, aber es wird zu zweit Anna Lang ausgeschlossen. Natürlich wird Arno jetzt schon mal den B supporten, da ist die Exit Smoke geflogen. Die Flash geht rein, dann kann man richtig schön aus der Smoke spreaden. Zweite Flash hinterher, nochmal der Blick nach hinten in die Cutters. Da kommt noch keiner. Sia bekommt aber 2 Frags und sie haben Arno direkt holen können. Also bitter, dass Arno da nicht auch noch einen machen konnte. Der B-Spot unter Kontrolle, ein Spieler mehr für die Playing Ducks. Und ich glaube, beide Steps angesagt, sonst wäre wenig da so nicht rausgegangen. Der Prefire-Shot auf Light. Und dann gewinnt Aikidi das Duell gegen Adin Bisplattner. Die Pistol-Round an die Playing Ducks. Und damit 2 Pistol-Rounds für die Playing Ducks auf dieser Map. Mehr gibt's nicht. Beide Pistols also gewonnen. Und Euronics Gaming spielt die Deagle Echo. So, ich muss jetzt nochmal ganz genau schauen, ob die nächste Runde kaufen oder nicht, falls sie die Runde jetzt verlieren. Erster leichter Schuss auf Light. Sofort wird die tiefe CD-Base-Smoke geworfen. Der Spray auf Arno. Ja, dann doch irgendwie noch der Deagle-Shot von Adin Bisplattner rein. Eher schlechte Cross-Smoke, aber dazu kommt die tiefe CT-Smoke, die perfekt liegt. Und sie haben halt den Spieler geholt, der oben stand. Die Bombe wird für Alarm gelegt. Da steht Sync mit der Scout. Der zielt schon mal nach hinten ab. Und eigentlich müssten sie Sync sogar noch supporten.
Aber der, ja, der bekommt ja früh die Info. Also in dem Moment, wo er die Info bekommt, schiebt Bummeln zurück. Supportet. Er supportet nicht nur, sondern geht jetzt sogar noch rein. Schöne Pose von Okolicious. Aber dann auch ohne weiteren Damage von ihm. So, und ah, da ist nur die Galil, glaube ich. Ja, genau, die. Eine Waffe ist weg, wenig kommt. Über, ah, kurz, holt den Spieler von hinten. 4K für wenig in dieser Runde. Und ja, 3-6, 3-7. Da kannst du nochmal Deagles kaufen. Dann machst du zweimal Deagle-Eco auf der CT-Seite. Dann gehst du auf die Rifles. Aber so werden die Playing Ducks natürlich auf die 12. Runde kommen. Der Scout ist auch dabei. Aika einfach mal direkt die Scout geholt mit dem Headshot durch die Wand. So, und dann ist hier auch noch zurückgedrängt. Den könnte man jetzt direkt absmoken, sonst macht er solche Shots. Doppel-Molly, keine Smoke. Was ist denn da gerade bitte los bei den Playing Ducks? So, Arno direkt rein. Eingeholt. War schon auf dem zweiten drauf. Heikiti zielt die Smoke noch weiter an. Und der letzte Spieler jetzt auch gesehen worden. Erstmal die AK mitnehmen. Aber man merkt den jungen Spielern dann auch wirklich diese Unbekümmertheit manchmal an. So, und trotzdem geht die Runde an die Playing Ducks ohne Probleme, aber mit zwei verlorenen Spielern. Das war definitiv ein schöner Schuss da an den Doppeltüren. Jetzt geht's ans Eingemachte. Viermal auch die AWP bei Light. Und Light für mich auch immer eine stark unterschätzte AWP in der deutschen Szene gewesen. Hat mich ein bisschen gewundert, als er bei Expert Esport raus ist. Die haben ja den ersten großen Umschwung aktuell am Start. Aber hier geht es nicht um Expert Esport. Die haben ja eben gesehen, wie sie gegen die Unicorns of Love verloren haben. Alarmkontrolle für die Playing Ducks da. Map Control wird über den Mitte-Oben-Spieler und den Katas-Spieler aufrechterhalten. Das heißt, schnelle Rotationen zur Mitte und Richtung B sind ganz einfach möglich. Und diese anfängliche Alarmkontrolle, ja, die müssen sie jetzt natürlich interpretieren, weil da war niemand, der sie irgendwie abgestoppt hat, der Granaten reingeworfen hat. Da müssen sie jetzt auf so einen Doppel-Kurz-Push aufpassen. Da stehen sie auch zu zweit bereit. Köpfchen, ah, nur die Hits. Sie ziehen sich dann zurück, nachdem sie den AWP-Schuss daneben gesammelt haben. Die Rotation geht in Richtung B von den Playing Ducks. Aronix Gaming hat immer noch keine Ahnung, was an der Lang passiert. Wollen jetzt eher den B-Spot supporten. Fangen den Mittelspieler ab und haben an B auch noch einen Kill gemacht. Da kommt aber der Refrag auf dem Spot selbst. Steht noch Sia. Synkt aber mit zwei Kills mit dem Flank überall lang. Two on two. Aber Bummeln ist alleine. Und der geht down. Und jetzt hat Synkt den Klatsch. Der rotiert. Oh, hat nur 35 Sekunden. Er rotiert noch über lang zurück. Ich weiß nicht, ob das Zeit nicht wirklich so gut ist für ihn. Er muss relativ schnell ran, damit er ungehört noch vorm Spot steht. Mit dem Molly verrät er seine Position, hat gesehen, dass da noch eine Incendiary lag. Aber da kommt auch noch eine Incendiary von Aronix Gaming. Das Loch nochmal gemollied und der Boxspieler wird sich natürlich nicht zeigen. Schön gemacht, angelockt, rumgegangen. Der Spieler da, Zirk drückt durch, aber Sia drückt besser zur 7. Runde für Aronix Gaming. Knappes Ding, vor allem weil der Backstep von Synct richtig gut funktioniert hat. Aber die Rotation von Aronix Gaming kam für die Playing Ducks doch ein paar Sekunden zu früh. Die Playing Ducks können aber noch gut kaufen. Und obwohl Aronix Gaming die Runde gewonnen hat, sehe ich in der Runde drei SMGs. Auf einer Map wie Dust 2 ist das echt schwierig, weil man häufig Distanzduelle hat. So, da nochmal die Flash. Es bleibt bei der Doppel-Alarm-Deckung. Wenn man die Alarm-Deckung hält, kann man auch immer noch ja, immer noch gut retaken. Ich sollte die Sätze auch zu Ende erzählen. So. Boah, mit Shadern an ist die Sonne wirklich extrem grell. Schön alles auf Low, Leute. So, der Molly unten an die Box.
Nadine kommt da aber wieder in die CD-Base. Nochmal, es gibt definitiv einen Firepower-Nachteil. Und ich denke, Sia hätte hier gerade Adin einfach mal in die Mitte flashen können. Das hätte, die wäre golden gewesen, Freunde. Also der B-Split ist hier beschlossene Sache bei den Playing Ducks. Beide Seiten angezielt. Was fehlt, ist so die Mitte-Deckung. Schöne tiefe CD-Base-Smoke. Die Ecke oben, ja, Köpfchen gesehen. Sia down. Der Molly ans Loch, ja. Ich denke, besser der Molly. Jetzt hat sich der Spieler oben schon verraten. Der B-Spot eingenommen. Und da machst du natürlich nichts mit den SMGs. Aber da ist, glaube ich, auch eine Rifle sogar down gegangen. So, jetzt hier der Mittelspieler sogar noch abgefangen worden, sodass wenig da überlebt. Kann den Frag auf Adin bis Platner machen. Und die Idee von Light kann eigentlich nur sein, seine Aug zu saven. Einen Kill hat er noch machen können, aber... Oh, sogar noch einen zweiten. Und dann auch noch einen dritten. Ja, komm, ja, die Runde ist weg. Da kommt er nicht mehr rechtzeitig hin. Und er wird auch noch geholt. Das Geld der Playing Ducks ist ordentlich. Ja, wobei ordentlich nehme ich zurück. Die können zwei Waffen legen. Synced wird selbst kaufen. Genau, und dann passt das. Bummeln geht sogar auf die MAC-10. Aber Eike hätte doch noch eine AK droppen können. Warum kauft Bummel nicht volle Utility? Ah, die spielen auf jeden Fall Anti-Eco. Die können das Geld hier gerade sehr gut einschätzen. Da war sofort ein Headshot bei Arno drin. An B wird abgezielt. Ja, das ist, ja, ein leichter Frag. Den müssen wir nicht mal kommentieren. 5 Schuss, 3 Schuss. Reicht noch für einen weiteren. Nochmal ordentlich Kohle für Bummeln. Der eventuell... Ja, seinen Zahnstocher mal sauber machen sollte. Der ist ja blutunterlaufen. ...14:7. Also... Ironix Gaming gerät hier gegen die Playing Ducks ein bisschen unter die Räder. Aber der Molly Richtung Alang. Die Flash. Ah, da weiß man zumindest, dass die Utility da raus ist. So, kommt ungesehen auf die Box drauf, der Sia. Aber nee, die Pose hat er schon wieder aufgegeben. Das ist ein B-Contact. Haben sie den ersten gemacht? Doppelkill, selbst die 25 Schuss reichen nicht für den dritten. Anna Lang gewinnt Arno das Duell und die Bombe wird verdeckt gelegt, weil sie die Katas-Kontrolle nicht mehr halten können, so wie es aussieht. Legen sie lieber safe und spielen jetzt aggressiv gegen die Position vor B. Aber da sind alle drei Spieler. Vielleicht jetzt noch die zweite Flash. Schöner Schuss von Synced. Auf Wiedersehen, Arno. Direkt der Positionswechsel, auch hinter die die Box. Jetzt stehen sie sich da ein bisschen im Weg. Synced aber mit Kill Nummer 2 und dem dritten. Schöner Triple Kill, insgesamt sogar ein 4K für Synced. Das war, der erste war so frech, also das war echt krass. Hier die SMGs und Doppelscout bei Ironix Gaming. Utility passt zumindest, gehen auch zu zweiter Lang vorspielen. Die Mitte jetzt auch doppelt, direkt rausgeflasht. Anna Lang, die Playing Ducks, haben die Kontrolle, konnten Okulicious sogar irgendwo damagen. Ja, da wollte Sync vielleicht ein bisschen viel. Adin bis Platner nutzt die Flash ein weiteres Mal aus. Nochmal ein Refrag von Light. Schönes Diegelbrett von Aika, 1-on-2. Nochmal ein Hit kassiert und Sia mit 100 HP gegen Aika mit 19. Und Sia rotiert direkt Richtung Alang, so wie es aussieht. Jetzt muss Aika erstmal die Bombe holen. Sein Timing an A damit natürlich auf. Er muss nach hinten abzielen. Gefühlt kann der Gegner jetzt an jeder Stelle zu jeder Zeit rauskommen am A-Spot. So, aber noch eine Minute. Er könnte genauso gut einfach sehen, wie kaltblütig ist einfach Aika, dass er jetzt einfach Alang abzielt und wartet. Aber auch sie ja sehr geduldig. Aika muss natürlich irgendwann zum Spot laufen. Und er weiß eigentlich, dass ihn auch das Zeit kosten wird. Und sie bewegen sich fast simultan. Wobei sie ja dann doch nochmal abstoppt. So, Aika. Der Senior. Er wird die Doppelbox wahrscheinlich nochmal checken. Genau, hier hinten dran gucken. Und er checkt sogar nochmal die 4.
Jetzt die Frage, wie legt er? Legt er hinter der 1? Legt er... Er liegt hinter der 1, wird nicht direkt gesehen. Aber dann springt er direkt ins Fadenkreuz von Sia. Der fischt ihn aus der Luft, kann die AWP mitbringen. Die 8. Runde für Euronix Gaming. Sogar die Fuse Kit ist dabei. Aika ist einfach davon ausgegangen, dass der Spieler sehr passiv an Kurt steht, den Plant abwartet und mit dem Plant dann reagieren wird. Aber selbst dann wäre der Sprung riskant gewesen. So, und Euronix Gaming konnte nochmal kaufen. Wieder eine SMG bei Euronix Gaming dabei. Light sogar ohne Granaten. So, synkt nochmal rüber Richtung B gesprungen. Das dürfte Light gespottet haben. Alarmkontrolle für die Playing Ducks vorhanden. Euronix Gaming spielt hier mit dem Doppelkurzaufbau. Sehr viel Fokus auf den B-Spot, weil die Playing Ducks dort häufiger mal den B-Contact-Go gespielt haben. Der in dieser Runde wahrscheinlich keine Option ist, weil sie wissen, dass Euronix Gaming eine AWP hat. So. Hi Kitty. Oh, sie sind jetzt auch kurz aufgestellt. Hi Kitty faked jetzt nochmal an B. Jetzt kommt die Kurzsmoke. An B müssen sie ja nicht supporten. Sie müssen nicht rotieren. Sie können dann kurz einfach stehen bleiben. Und wichtige Information für die Playing Ducks. Kurz steht offensiv. Also eventuell... Oh, was machen sie? 45 Sekunden. Jetzt rotiert noch ein dritter Spieler Richtung Alang. Kommt der Engage erst über kurz, obwohl sie wissen, dass da Gegner stehen. Die Flash ist da, ein Kill gemacht, aber der Doppelkill für A, den Bissplattner. Die tiefe CD-Base-Smoke, sie werden den Spot also erstmal an die Playing Ducks geben. Adin hält jetzt einfach nur kurz. Da gab es wohl eine Lücke, aber Aika mit dem Refrag. Die Bombe ist damit durch. Die HE auf kurz, wird keinen Damage machen. Er legt die Bombe nochmal offen für Alang, aber die Rotation von Okulicious ist sehr, sehr schnell. Der ist gleich hinten an Alang schon im Häuschen. Und perfekt für Alang gelegt ist das auch nicht. Sie müssen irgendwo jetzt einen Frag suchen. Und am besten ohne, dass da ein Refrag von Euronix Gaming kommt. Die engagen über kurz. Der Molly gleich auf den Spot nach der Flash. Leicht verworfen, so wie es aussieht. Guter Damage gegen Sia. Ah, Molly passt. Ike hat verschossen. Geht runter, dann kommt aber der Alang-Spieler. Bummeln hat da viel Damage kassiert. Bummeln jetzt down. Der Langspieler, oh, da ist man schon am Defuse. Aika verschießt zweimal die 9. Runde für Euronix Gaming. Und jetzt ist das Geld weg bei den Playing Ducks. Der Einzige, der kaufen könnte, wäre Bummeln. Die Playing Ducks gehen auf Deagles P250. Bummeln geht auf Utility und eine CZ. Okay, P250 nicht mal, sondern nur die Deagles und die CZ. So, Alang Flash, die Bombe unterwegs Richtung B, synkt hier schon durch, aber Adin steht da etwas weiter vorne als von Synkt erwartet. Auch hier der Pickversuch von wenig aufgehalten von Sia, der hier eine schöne Position auf der Kiste hat. Ganz starkes Ding. So, und selbst der Win wäre für Euronix Gaming noch drin. Denn die Overtime... Denn hier wird mit Overtime gespielt. So, ah, ganz, ja, easy Shot für Arno. Der freut sich auch mal, wenn er einen leichten bekommt. Der hängt immer noch auf 6 Kills. Also, wenn er hier aufwacht, dann wird Euronix Gaming wahrscheinlich noch näher an den Ausgleich rankommen. Die Playing Ducks können wieder kaufen. Ruhe bewahren. Und sie werfen erstmal die Alang-Kanten-Smoke und die Xbox-Smoke. Also, Granaten, die auf einen A-Split schließen lassen, aber die Gegenflashes von Euronix Gaming kommen Alang rein. Sie merken, dass da Alang niemand durchläuft und vielleicht bauen die Playing Ducks das auf einen schnellen B-Split um. Die Bombe geht auch direkt als erstes die Mitte raus, auch sehr gefährlich. CD Base Smoke kommt jetzt. Einer steht oben am Window im Off-Angle. Oh, wie macht wenig bitte den noch? Den hat er doch nie gesehen. Light hat noch einen Kill bekommen gegen die Cutters. Von da kommt kein Druck mehr. Die Flash jetzt aus der CD-Base raus. Arno läuft davor. Sia noch mit dem Kill. Jetzt können sie aber zwei Frags in der Mitte machen. Letzter Spieler ist Light an B. Und da kommt die Entscheidung, dass man auf den A-Spot läuft. Auch schön, dass man nicht über die CD-Base geht, wo Light nochmal einen Blick vom B-Spot hätte, sondern direkt mit der Bombe über kurz durchläuft. Ah, diese Aktion in der Mitte. Das synkt da noch.
in der Ecke stand. Damit haben sie bei Aronix Gaming nicht gerechnet und deswegen ist Light jetzt im Clutch um die Map. In die Mitte rein. Muss hier noch jede Ecke checken, das kostet ihn Zeit. Er hat einen Defuse-Kit, aber keinerlei Granaten mehr. Die hat er bei diesem B-Split natürlich rausgeworfen, um die Cutter-Spieler zu verzögern. Geht jetzt einfach durch den Molly durch. Das wäre ein krasser erster Schuss gewesen, den hat er bekommen. Der zweite geht vorbei. High Kitty droppt runter. Damit weiß Light, dass die Bombe nicht mehr für High Kitty gelegt ist. Er könnte hier direkt an den Defuse gehen. Setzt sich dran. Zieht durch. High Kitty sieht ihn, glaube ich, nicht. High Kitty sieht ihn nicht. Die HE wird nicht reichen. Der Defuse geht durch. Die Runde geht an Aronix Gaming. Und das Ganze bei Light, den Molly ignoriert. Was eine starke Aktion von Light. 15 zu 11. Das gibt's gar nicht. Das ist so verrückt. Und das Problem ist, wenn du von kurz runter droppst und die Bombe natürlich für kurz gelegt ist, kannst du nicht direkt hoch Richtung A laufen. Weil wenn der Gegner dann kurz durchläuft, kann er dich beim Hochlaufen sehr leicht holen. Hat der Gegner den Highground, den Vorteil. Das ist einfach... Das ist wirklich, wirklich heftig. Wieder der Triple B-Aufbau. So, entschuldigt. Von Aronix Gaming. 1 gegen 3 für Bummeln. An kurz hier oben A, den Biesplattner. Oh, der geht aber auch down, one-on-one. Die Bombe liegt an B, Sia gegen Bummeln. Auch hier geht's wieder um den Map-Sieg. Und Bummeln läuft den Weg über A. Der hat halt noch sau viel Zeit. So, droppt jetzt runter. Und zielt schon mal an. Währenddessen hat Sia komplett die Cutters ausgeschlossen. Gefährlich hier eigentlich, das Messer in die Hand zu nehmen. Aber er ist sich mit dem Laufweg schon ziemlich sicher. Und denkt jetzt, dass der Gegner schon da ist. Das war's. Das war's. Er denkt, der Gegner ist schon durch und steht vor B. Oh, was ist das bitte für ein Spiel? 16 zu 11 gewinnen die Playing Ducks also auf Map Nummer 1. High Kitty kriegt zur Belohnung nochmal ein Prisma-Case hinterher. Verrücktes Game. Und wir haben noch eine Map für euch. Mirage kommt als nächstes. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn wir machen jetzt ein kurzes Päuschen. Und dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich.